Ja, also ich habe mich fürs THG entschieden. Einmal zum einen Punkt war, weil mein Bruder hier schon auf der Schule war. Und zum anderen war das, weil ich halt aufgrund meiner Empfehlung auf meinem Zeugnis in der Grundschule aufs Gymnasium gehen konnte und für mich eigentlich das THG nur als einzige Auswahlmöglichkeit war, weil mich halt am OHG nicht wirklich viel gereizt hat. Mich hat hier halt eigentlich ja, die Atmosphäre, die ich halt schon durch meinen Bruder kennengelernt habe, sehr gereizt, das hier einfach mal sich anzugucken. Und am THG Live hat mich das dann sehr überzeugt und dann war eigentlich klar, dass ich ans THG gehe. Das THG hat, also ich fand es sehr gut hier, weil ich mich gut zurechtgefunden habe, nicht wie andere Schulen. Es gibt sehr viele Lehrer an der Schule und es braucht auch eine gewisse Zeit, um alle kennenzulernen. Die Lehrer sind hier auch sehr nett und das Dalton-Prinzip ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Wenn man die ersten Tage hier ist, ist das etwas verwirrend, aber mit der Zeit versteht man hier alles und lernt neue Leute und so kennen. Das ist halt sehr schön und ja. Ich bin ans THG gekommen, weil ich das Dalton-Konzept ziemlich cool finde, weil das Gebäude hier schön ist und der rote Platz, da spiele ich immer Fußball, das ist auch sehr schön. Die Lehrer sind sehr nett und hier ist eine ziemlich schöne Atmosphäre. Also ich habe mich fürs THG entschieden, weil das THG Live sehr gut war und das Dalton-Konzept mir sehr gefallen hat und ich gerne selbstständig arbeite. Ich habe mich für das THG entschieden, weil mich das Dalton-Konzept sehr angesprochen hat, da ich sehr gerne und sehr viel selbstständig arbeite. Ich bin ans THG gekommen, weil es eine innenstadtnahe Schule ist und recht dicht bei mir zu Hause und hier auch Geschwister und viele von meinen Freunden hingegangen sind. Also ich bin aufs THG gegangen, weil es relativ nah bei mir zu Hause liegt und weil ich das Dalton-Prinzip eigentlich auch sehr gern mag. THG ist ein Gymnasium. Gymnasien sind in Deutschland die besten Schulen und deswegen bin ich hier. Ich habe THG besucht und von den allen Schulen, weil ich weiß, THG ist das beste Ort, wo man seine zukünftigen Ziele erreichen kann. Als ich erfahren habe, dass das THG ein Konzept entwickelt hat, in dem Schüler lernen, selbstständig zu arbeiten, war meine Entscheidung direkt fest. Meine Eltern und ich fanden es sehr sinnvoll, sowas zu lernen. Und als ich dann schließlich auf dem THG war, hat mir Dalton am meisten Spaß gemacht. Auch jetzt, wo ich in der 9. Klasse bin, weil es mir eine gewisse Motivation und Ablenkung von dem ganzen Schulstress gibt. Also ich habe mich fürs THG entschieden, weil ich ja auch vorher beim THG Live war. Und da hat mir einfach die Atmosphäre schon super gefallen. Die Schüler waren super nett, die Lehrer waren super nett und genau. Außerdem war mein großer Bruder hier und der hat ja auch vorher super Erfahrungen gemacht. Mein Lieblingsort hier ist, da befinden wir uns gerade auch, das ist ja, der SV-Raum von uns. Hier halten wir halt unsere SV-Sitzungen ab und ja, besprechen halt so die Themen, die wir als Schülersprecher bzw. Schülervertretung halt so ansprechen wollen oder die uns halt stören oder wenn irgendwelche Schüler Probleme haben. Mein Lieblingsort ist die Kastanie, weil ich finde, sie ist das Merkmal unserer Schule und das war der erste, also das war quasi der erste Ort, wo man uns in Empfang genommen hat. Dort wurden wir die ersten Tage von unseren Lehrern abgeholt und hier wurde auch unser Klassenfoto gemacht. Deswegen ist die Kastanie einer meiner Lieblingsplätze. Mein Lieblingsort ist der Rote Platz, weil ich hier jede Pause bin und immer Fußball spiele. Ich find's einfach richtig schön mit den Toren und den Tischtennisplatten und mir macht es ziemlich viel Spaß. Ich mag gerne die Sporthalle, weil Sport mein Lieblingsfach ist und mit den Lehrern sehr viel Spaß macht. Mein Lieblingsort ist der Musiksaal, der Musik mein Lieblingsfach ist und da ich auch selber sehr gerne Musik mache und höre.
Mein Lieblingsort sind die Kunsträume, wie man hier auch sieht, also vor allem der Kunstraum, weil es ist so groß hier und schön und die Tische sind so alt und irgendwie hat das was sehr Beruhigendes. Und ich finde, man kann hier trotz Corona, weil die so groß sind, Abstand halten und trotzdem guten Kunstunterricht machen. Ich mag den MW-Trakt am liebsten, weil Biologie mich generell am meisten interessiert. Und ja, man kann dort viele verschiedene Dinge lernen, auch praktisch, und es gibt viele Modelle. Also ich mag den Fahrradkeller sehr gerne, weil ich es wichtig finde, weil viele mit dem Fahrrad kommen, auch ich. Und im Winter, jetzt gerade wenn es regnet, die Fahrräder sollen nicht nass werden, deswegen mag ich den Fahrradkeller sehr gerne. Hier, also in THG. Also in diesem Bereich, in dieser Schule, gibt es keinen Ort, den ich gern mag. Aber draußen gibt es so einen kleinen Park, wo ich mich entspannen kann, wo es nicht so viele Leute gibt. Mein Lieblingsort in der Schule ist also den hinteren Garten. Dort kann man viel erleben, im Natur sein, und auch wenn man in diesem Bereich sein, hat man das Gefühl, dass er stark ist. Mein Lieblingsplatz hier am THG ist das Schülerarbeitszentrum, also abgekürzt der Schatz. Ich finde es einfach super cool, dass Schüler auch Deutenaufgaben am PC oder an den zur Verfügung gestellten iPads machen können und kreative Aufgaben dort erledigen dürfen. Also mein Lieblingsort hier sind die Tischtennisplatten, weil man hier in der Pause einfach super mit seinen Freunden besonders Zeit verbringen kann und sich auch ein bisschen bewegen kann.